Schalke holt Mascarell, Ronaldo und Lukaku-Tausch und Neues aus Russland. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's! Freunde, heute ist der erste Tag seit Anstoß, an dem kein WM-Spiel stattfindet. Und da gibt es jetzt zwei Varianten, darauf zu reagieren. Entweder ihr sagt Halleluja, endlich mal einen Tag frei, oder ihr denkt, Scheiße, was mache ich denn den ganzen Tag? So wie ich. Und deshalb reden wir ein bisschen über Transfers. Und Schalke hat in Omar Mascarell den 5. Neuzugang für die kommende Saison bestätigt. Der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt wird höchstwahrscheinlich das Vakuum schließen sollen, das Leon Goretzka mit seinem Transfer zu den Bayern hinterlässt. Schalke 04 überweist rund 10 Millionen Euro für Mascarell, und zwar an Real Madrid. Ja, die Geschichte ist die, Real hatte eine Rückkaufklausel, hat die gezogen, sprich er ging für 4 Millionen Euro von Frankfurt zurück zu Madrid und für 10 Millionen Euro jetzt von Madrid zu Schalke. Sprich, obwohl sie 10 Millionen Euro bekommen, verdient die Eintracht nur 4 daran. Ärgerlich. Für mich ist es ein unglaubliches Gefühl, künftig für diesen großen Club mit diesem tollen Stadion spielen zu können, zeigt sich Mascarell begeistert. Ich bin ein Teamspieler, immer darum, der Mannschaft zu helfen und zudem sehr ehrgeizig. Ich will immer gewinnen, in jedem Training, in jeder Partie. Kleiner Spoiler, die Meisterschaft wirst du auf Schalke wohl nicht gewinnen. Kann so viel Trainingseinheiten gewinnen, Trainingsweltmeister Mascarell. Mainz 05 hat seinen Rekordtransfer getätigt. Jean-Philippe Mateta kommt zu den Rheinhessen für 10 Millionen Euro. Der Mittelstürmer ist gestern 21 Jahre alt geworden und erhält einen Vertrag bis 2022. Mateta kommt von Olympique Lyon, war allerdings letzte Saison an Le Havre in der zweiten französischen Liga ausgeliehen und hat dort ja, ordentlich abgeräumt. 17 Tore in 35 Ligaspielen. Und er soll bei Mainz 05 Yoshinori Muto ersetzen, der soll Interessenten aus der Premier League haben. Und wir wissen eins, Mainz 05 ist nicht der Verein, genau wie viele andere in der Bundesliga, die einen Spieler halten können, der gerne in die Premier League will. Zu viel Kohle. Und dann noch ein Gerücht aus der Kategorie, ja, eher unwahrscheinlich. Denn gestern wurde ja bekannt, dass Real Madrid die Ablösesumme für Cristiano Ronaldo gesenkt haben will. Man will nur noch 120 Millionen Euro für den 33-jährigen Portugiesen haben. Schnäppchen. Und nun kam heute ein Gerücht auf über einen Tauschdeal zwischen Man United, Ronaldos Ex-Verein, und Real Madrid. Und zwar Romelu Lukaku. Der zweite der Torschützenliste der Weltmeisterschaft soll von Manchester zu Real gehen und Real soll dafür Ronaldo plus 50 Millionen Euro zu Manchester senden. Ganz ehrlich, da glaube ich überhaupt nicht dran. Der Grund, warum ich es trotzdem erwähne, ist, dieses Jahr könnte es tatsächlich passieren und Ronaldo Real Madrid verlassen. Ja, das sagen wir schon seit Jahren im Sommer, aber dieses Mal scheint tatsächlich was dran zu sein. Vielleicht. Gucken wir nochmal nach Russland, und bevor ich euch jetzt hier gleich in der wunderschönen Grafik, die Alex aus dem Internet gezogen hat, alle Achtelfinals dieser WM anzeige, reden wir nochmal kurz über die deutsche Nationalmannschaft. Denn bei der Landung gestern in Frankfurt äußerte sich Jogi Löw wieder einmal gegenüber den Medien. Es braucht jetzt tiefgreifende Maßnahmen, es braucht klare Veränderungen, und das müssen wir jetzt besprechen, wie wir das tun, sagte der entthronte Weltmeistercoach am VIP-Eingang des Frankfurter Flughafens. Jetzt brauchen wir Zeit und ein paar Gespräche, dann werden wir klare Antworten geben, versprach Löw. Bedeutet übersetzt, der DFB hat wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass man rausfliegen könnte und ist gar nicht darauf vorbereitet, was man jetzt machen soll. Verständlicherweise, wenn man seit 2004 immer in Halbfinals war. Aber ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir sagen, ey, immer langsam mit den ruhigen Pferden, gucken wir einfach mal, was die Jungs uns da präsentieren in den nächsten Wochen. So, und jetzt wie versprochen, hier alle Achtelfinals der FIFA-Weltmeisterschaft. Schaut es euch an und sagt mir, worauf ihr am meisten Bock habt. Ganz ehrlich, für mich underrated, Uruguay gegen Portugal. Das könnte richtig schön werden. Und nicht vergessen, Freunde, am Wochenende kommen wieder einige heiße Videos auf unserem YouTube-Kanal. Unter anderem eine Dokumentation über Zinedine Zidane und Marco Materazzi. Also, nicht verpassen und mal reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Das war's für heute und wir sehen uns zur nächsten Ausgabe der Daily News. Alex, hast du Fliegenprobleme? Nein, ich habe Freunde. Ja? Schön, dass du das Freundin nennst. Warum sind über deinem Kopf die ganze Zeit 6, 7 Fliegen und bei mir keine einzige? Hast du dich mal gefragt?